Hallo YouTube, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Adventskalender Haus Nummer 18. Ja, ich bin wieder sehr gespannt, nachdem wir ja gestern ein paar Seitenteile für hinten bekommen haben und die Achse ja auch da ist und soweit alles festgemacht haben, was wir festmachen konnten, geht's heute weiter und mal schauen, was drin ist. Ja, ich weiß, einige haben mir auch schon gesagt, ja, die Folgen werden ja jetzt immer länger. Ja, werden sie, und ich gebe auch mein Bestes, um euch mehr zu zeigen in der kleinen Cam hier unten. Aber das ist manchmal einfach gar nicht so einfach, ne? Und das gestaltet sich doch schwieriger als gedacht. Vor allem, weil ich selber natürlich auch gucken muss, so wo ist das, und es soll ja auch dementsprechend so bleiben. Jetzt bin ich gerade etwas verdutzt. Weil jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Hä? Wie geht das denn jetzt? Also, das muss mir jetzt mal einer erklären. Wie geht das denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt 4 baugleiche Teile haben? Hä? Ach! Ich verstehe. Oh! Natürlich! Kann ich 4 baugleiche Teile haben? Also so deppert. Ah. Wir haben uns ja gestern gewundert, warum in diesem Teil nur 2 Bohrungen sind. Und in diesem Teil sind 4 Bohrungen. So, jetzt kommen wir mal zu dem Teil. Das hat nämlich auch nur 2 Bohrungen. Da oben. Ja? Beziehungsweise, das hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bohrungen. So, das sind unsere Teile, die haben wir gestern schon zusammengebaut. Und das hier ist jetzt quasi die andere Seite, also das Gegenstück dazu, wo dann auch das Nummernschild mit drin kann, wo auch die Bank mit dran kann, wo auch die Rückenlehne für die Bank dran kommt und wo dann der ganze andere Kram noch mit dran kommt. Jesus, wir kommen also immer noch nicht zu den Reifen und zu der Hinterachse, und um das Ganze festzumachen. Gut, dann halt nicht. Egal, aber ich brauche jetzt eure Entscheidung und eure Mithilfe. Was machen wir? Also ich hätte ja gerne auf beiden Seiten so eine Sitzfläche, ne? Hier, so eine Sitzfläche, die hätte ich auf beiden Seiten gerne. Einmal ohne Bank, einmal mit Bank, fände ich ganz nice. Oder wir machen tatsächlich das wieder ab und machen nur auf der einen Seite die Bank mit der Sitzfläche, also die Sitzfläche hin mit der Bank und mehr nicht. Aber ganz ehrlich, warum sollten wir die Bank nicht machen? Also, Leute, ich weiß es nicht. Sagt mal was. So. Also, ohne Flachs, ne? Jetzt stellt euch das Teil mal einfach nur mit Sitzbank vor. Und auf der anderen Seite machen wir gar nichts hin. Da ist uns das relativ schnuppe. Da kommt dann einfach nur die Lampen dran, fertig. Das ist halt auch geil. Okay. Also, ihr sagt, wie wir es fertig bauen sollen. Eine Seite mit Bank oder die Seite ohne Bank. Oder machen wir das Ganze einfach nur
mit beiden Seiten als sich Sitzfläche oder wir machen nur eine Seite mit Sitzfläche. Und das ist die mit der Bank. Ihr habt es in der Hand, schreibt es in die Kommentare und genau so werden wir es dann auch machen. Das heißt, ihr entscheidet, wie bauen wir den Traktor zusammen. Ich habe mir ja schon den Sitz rausgenommen und gesagt, ich möchte gerne den schwarzen Sitz haben, aber jetzt dürft ihr entscheiden, wie bauen wir den Traktor weiter zusammen. Bauen wir ihn weiter zusammen mit Sitzfläche, mit zwei Sitzflächen, also mit einer Sitzfläche oder mit zwei Sitzflächen, oder was machen wir? Das dürft ihr entscheiden und ich freue mich darauf und wir sehen uns. Machen das Ganze dann, ich würde sagen, mal so bis Sonntag. Und Sonntag gucken wir uns das, den ganzen Spaß mal an. Und dann schauen wir doch mal, wer alles sagt, wer was sagt. Und dann werten wir das Ganze aus. Das mache ich vielleicht sogar im Livestream. Vielleicht auch schon Samstagabend in einem Livestream. Da könnt ihr gerne mitfahren. ETS auf Multiplayer Server 1 fahren wir und werden mal gucken, wo wir hinfahren. Und bis dahin dürft ihr entscheiden, wie viele Sitzflächen. Eine, zwei oder was machen wir? Ja, das dürft ihr entscheiden. Ich bin gespannt. Ich lasse mich von euch echt überraschen. Und wenn ihr sagt, wir machen sollen zwei Sitzflächen machen, dann machen wir auch zwei Sitzflächen. Ich bin da voll und ganz offen und möchte euch einfach nur ins Boot mitholen. Das heißt, das war's für diese Folge und wir machen einfach mal gar nichts. Und chillen einfach mal unsere Base. Ja. Ansonsten, ich freue mich. Bis dahin, euer Kolke.